Hallo Leute, in diesem Video geht es um eine Frau, die plötzlich eine fremde Katze bei sich im Bett liegen hat. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Eine Frau namens Johanna aus dem wunderschönen Canterbury in Großbritannien war Mutter einer Adoptierten sowie von zwei weiteren Pflegekatzen. Zwei der dreien sahen sich dabei sehr ähnlich mit ihrem schwarz-weißen Fell. Deshalb dachte sich die Katzenliebhaberin zunächst nichts, als sie eines Tages aufwachte und eine schwarz-weiße Samtpfote in ihrem Bett vorfand. Sie dachte ganz einfach, es wäre eine ihrer beiden Haustiere. Doch als sie sich die Augen rieb und den neuen Tag auf sich zukommen ließ, wurde ihr schließlich klar, dass dieses Tier keines ihrer beiden Pflegekinder war. Es war ein völlig fremdes Kätzchen, das irgendwie den Weg hierher gefunden hatte und sich nun im Bett von Johanna ihr neues Zuhause einrichtete. Zunächst war die junge Frau sichtlich verwirrt darüber, woher diese Samtpfote plötzlich kam und wem sie gehörte. Doch schließlich wurde ihr klar, dass sie das Tier von irgendwoher bereits kannte. Ihr fiel auf, dass es der Kater war, den sie bereits häufiger im Flur des Gebäudekomplexes gesehen hatte, in dem sie selbst ihr Apartment hatte. Sie gab dem Kater den Namen Fleroy, sollte jedoch bald erfahren, dass das Tier in Wirklichkeit Felix hieß. Nachdem sie das Rätsel gelöst hatte, brachte Johanna die kleine Samtpfote zurück in den Flur. Doch das Tier ließ es sich nicht nehmen, immer wieder durch die Katzenklappe zurück in das Apartment zu kommen. Der kleine Kerl schien es nicht eilig zu haben, zurück in sein eigentliches Zuhause zu kommen. Die junge Frau loggte sich schließlich bei Facebook ein und verfasste einen Post, in der Hoffnung, Fleroys eigentlichen Besitzer zu finden. Kurz nachdem sie den Post öffentlich geteilt hatte, wurde er hunderte Male geliked, kommentiert und geteilt. Die Verbreitung des Posts half ungemein und schließlich kam dieser auch zur Besitzerin des kleinen Ausreißers. Fleroy, alias Felix, gehörte einer Frau namens Claire, die einige Straßen entfernt lebte und den Post entdeckte. Sie holte ihren frechen Jungen, wie sie ihn selbst nannte, schließlich ab und war froh, dass sie den Ausreißer gefunden hatte. Während er auf seine Abholung wartete, machte es sich Felix gemütlich. Was für ein frecher und gleichzeitig liebenswerter Kater. Johanna wird diese Geschichte sicherlich nicht so schnell vergessen. Wie hättest du reagiert, wenn eine fremde Katze bei dir im Bett liegen würde? Oder ist dir vielleicht schon mal etwas Ähnliches passiert? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.